Servus und hallo zu meinem versprochenen Frage-Antwort-Video oder Neudeutsch FAQ. Ich habe es ja gesagt, ich mache es, sobald es mir ein bisschen besser geht und ich wieder einigermaßen sitzen kann. Ja, jetzt ist soweit. Ich habe die ganzen Kommentare, die ich gekriegt habe, die ganze Frage rauskopiert von YouTube. Jetzt ist was runtergefallen. Egal. Und hab mir alles rauskopiert, wie schon gesagt, und hab's ein bisschen zusammen sortiert, die doppelte rausgeschmissen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar möchte ich mich ganz herzlich für die ganzen Glückwünsche von euch bedanken, die ich gekriegt habe, zu meinen 100 Abonnenten, die ich ja nur dank euch habe. Und auch zu den ganzen Genesungswünschen möchte ich mir auch recht herzlich bedanken. Kurzer Schluck trinken. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich habe oben ein bisschen so das Allgemeine hingeschrieben und dann unter dann die einzelne Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob es euch denn interessiert, von wem die ganzen Kommentare sind. Aber ich denke, das tut nichts zur Sache. Wenn ihr es wissen wollt, guckt das Video an, da steht es drunter. Also das Video zu meinen 100 Abonnenten, guckt es an, da steht es ja mit dabei, wer da kommentiert hat. Oder soll ich das mit reinnehmen? Ne, tut nichts zur Sache. Also. Der erste Kommentar, auf den ich ein bisschen eingehen möchte oder euch ein bisschen näher bringen möchte, was mir auch viel Feedback gibt, das sehe ich auch aus den Klicks, aus den ganzen Ausrufe, dass bei euch Siedler 4 ganz gut ankommt. Der Landwirtschaftssimulator kommt bei euch wenig an, das könnt ihr jetzt auch gerade im ersten Kommentar lesen. Siedler 4 schaue ich sehr gerne, LWS, also Landwirtschaftssimulator, eher nicht. Und ich habe bei Kommando im Stream, oder war es bei mir im Streamer, mal angekündigt, dass man eventuell mit GTA was machen könnte. Da wäre auch Interesse da. Und die Personen finden einfach meine Livestreams klasse. Und ich soll so weitermachen. Also da gibt es ja nichts viel dazu sagen. Wenn euch meine Livestreams gefallen, dann freut mich das. Wenn euch meine Art so gefällt, freut mich das auch. Ja gut, das hängt alles ein bisschen zusammen. Aber ich habe mich sehr über den Kommentar gefreut. Der nächste Kommentar, der soll mich ein bisschen vorstellen. Also ich habe da immer ein bisschen Geheimnis drüber gemacht. Name, Alter, Hobbys etc. Ja, Name, bin der Flo. Bin 30 jetzt, ja gut, ein paar Monate drüber, und Hobbys habe ich relativ wenig bis gar keine, weil es einfach bei mir zeitlich nicht hinhaut, was arbeitstechnisch angeht. Sobald ich ein bisschen Luft habe, bin ich entweder mit dem Motorrad unterwegs, wenn das Wetter gut ist, oder ich mache Livestreams oder Videos für euch. Das gibt es eigentlich da dazu nicht mehr zum Sagen. Da du mit Kommando dicke bist, in welcher Beziehung, Bedeutung hast du mit ihm? Ja. Welche Beziehung, welche Bedeutung? Es hat sich einfach so ergeben. Ich kenne jetzt Kommando seit Game Ranger, Siedler 4. Das dann auch nur durch Zufall über Game habe ich auch Haki kennengelernt. Und Kommando war quasi, oder ich war zu der Zeit so ein kleiner Schützling von Haki. Haki hat Kommando das Titelspieler zeigt, auf was er achten muss und. Und ich dachte einfach, ja klar, ja, Haki gibt die Informationen weiter, die mir auffällt. Er ist so freizügig, ich hänge mich da einfach mal ran. Ja, und dann haben wir
Kommando Haki ich immer mal wieder gespielt und irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass ich den Discord dann gemacht habe. Kommando ist dann damit eingestiegen und wir kommen einfach gut klar. Es ist einfach der gleiche Knallkopf wie ich auch. Von dem her passt es schon. Also wir sind nur so ferndistanziert befreundet. Wir haben uns jetzt noch nicht in Real Life kennengelernt, obwohl wir eigentlich nur so knappe 100, 120 Kilometer auseinander wohnen. Irgendwann wird das schon mal funktionieren. Ja, so viel zu dem. Dann sind wir hier am nächsten Punkt. Kannst du mal eine Setup-Tour machen? Setup-Tour setze ich gleich mit Schrägstrich Rumtour. Und das möchte ich mir eigentlich vorbehalten für die nächsten, oder wenn wir das Ziel 250 Abonnenten haben. Da möchte ich mir das Ganze ein bisschen vorbehalten. Ich kann aber euch ein bisschen zur Date geben. Also monitormäßig habe ich einen 27 Zoll Samsung und ein 24, 22 Zoll L, 22 Zoll, genau. 22 Zoll LG. Dann habe ich zwei Joysticks von Thrustmaster. Wenn ich im LS19 ein bisschen Forscht machen möchte, dann kommen die ganz gelegen. Als Lenkrad habe ich das Driving Force GT. Und Rechnerkomponente, ja, ihr habt sie mitgekriegt, ich habe einen neuen Rechner zusammengebaut. 16 GB Arbeitsspeicher, DDR4 mit 3200er Taktung, im Momentan noch. Also die 16 GB. Grafikkarte ist eine GeForce RTX 2070. Als Mainboard habe ich ein Asus Maximus 11 Formula und das Ganze wird mit der MI 9 9900K betrieben. Und dann das ganz normale Logitech Headset. So ein bisschen Grunddaten, dass ihr so eine kleine Info habt. Aber die Roomtour, Setup-Tour. Ich bin auch gerade noch ein bisschen was am Setup am Ende noch, aber die eigentliche Setup-Tour möchte ich erst machen bei 250 Abos, um ja das Ganze ein bisschen spannend zu halten. Dann habe ich euch gefragt, ob ihr ein Reaction-Video für eines meiner ersten Videos möchte. Darauf kam dann die Antwort, ich soll doch bitte. Oder was heißt die Antwort? Die Antwort kam als Frage, ob ich ein Reaction-Video auf mein erstes Multiplayer-Game machen könnte. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Da war Siedler 4 gemeint bei dem ersten Video, das ich gemacht habe. Yep, derjenige, der das geschrieben hat, Siedler 4 eindeutig. So. Dann haben wir nochmals den Kommentar, dass ich GTA mal angerissen habe, dass man das auch ganz cool finden würde, wenn man das mal machen könnte. Gut, ich müsste das GTA wieder neu kaufen, kostet ja nicht alle Welt. Neu installieren, wieder ein bisschen reinfuchsen, noch könnte man da schon eventuell was machen. Dann kannst du mal Age of Empires 3 spielen. Und vielleicht auch Siedler 4. Schwierige Frage, schwieriges Thema. Zu Age of Empires bin ich nicht ganz so hingerissen oder amused, das Ganze zu machen, weil ich finde, habe ich Zweier gespielt noch und nöcher. Aber ich finde es Dreier einfach nicht so toll. Ich finde es von der ganzen Aufbaustrategie, kurzum, ich bin zu blöd, das zu checken. Durch die ganze Epoche hindurch, da bin ich einfach zu langsam und wenn ich die ganze Zeit einen auf den Deckel kriege, habe ich auch keine Lust dazu. Zum Thema Siedler 4. Siedler 4, Siedler 7, Entschuldigung. Ich habe Siedler 5 noch gespielt, habe dann Siedler
war Siedel 6, das sie angespielt haben, hab's in die Ecke geschmissen. Oder habe ich Siedel 7 in die Ecke geschmissen? Ich kann es euch nicht mehr sagen. Irgendeins habe ich in die Ecke geschmissen nach den ersten 2 Stunden. Wenn es Siedel 6 war, habe ich 7 noch nie angefasst. Und wenn es 7 noch war, ja. Aber ich wollte es mir auf jeden Fall mal angucken. Und eventuell wird da doch was dazu kommen. Dann habe ich hier eine schöne Frage. Nenn eine Sache, die du gerne in ETS hättest. Nenn mir eine Sache, ganz einfach. Ich hätte gerne individuelle Planen bzw. Auflieger. Also ich müsste, mein Gedanke geht dahin, in die Richtung, nochmal einen Schluck trinken. In die Richtung, ihr habt ja mit Wall of Drugs die Möglichkeit, euer eigenes Kennzeichen zu erstellen. Und es müsste doch möglich sein, wenn man bei Wall of Drugs sich ein Logo, irgendwas hochlädt, was immer ein gewisser Format ist, natürlich, wo dann auf die Auflieger projiziert werden kann. Oder dass man sogar über Wall of Drugs den Umriss vom Auflieger mitgibt, das ausfüllt, da hochlädt und das halt dann nur für euch sichtbar ist. Dass es ein riesen Aufwand ist, dass jeder Spieler sieht, das ist mir klar. Aber dass es halt wenigstens nur für euch ist, also zum Beispiel für mich selber jetzt so sichtbar ist, dass man es dann einfach in den Livestreams oder Videos sieht. Also das wäre eigentlich eine ganz gute Sache, was ich gern in ETS hätte. So, kommen wir nun zum eigentlichen Siedelthema. Wie bist du zu Siedel 4 gekommen? Und wer war bisher dein schwerster Gegner? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Angefangen hat alles mit, beziehungsweise dass mein Vater damals zu Windows 98 Zeit hat, der erste Rechner ins Haus geschleift hat. Und ich dann irgendwie auf Siedler 3 gestoßen bin. Das habe ich dann gespielt, Aschka gesuchtet. Und ja, irgendwann kam dann Siedler 4 raus, dann hat man das gespielt, weil es ist ja eine Nachfolge, das muss ja besser sein und interessanter. Und so kam ich dann zu Siedler 4. Irgendwann war da eine Zeit, da hat mich das Ganze gar nicht mehr gereizt. Überhaupt nicht. Und ja, im letzten halben Jahr, wo es bevor, oder im letzten Jahr, bevor dann die History Edition rauskam, kam ich dann wieder auf die Schnapsidee. Ich könnte es doch einfach mal wieder spielen. Und bin dann so dann wieder zu Siedler 4 gekommen. So viel zu dem Ding. Und hier haben wir dann noch die nächste Frage. Welches Gebäude von welchem Volk gefällt dir optisch am besten? Ich habe mir nie so Gedanken darüber gemacht, welches Gebäude optisch am besten aussieht, weil ich immer nur auf die Funktionen von den einzelnen Gebäuden gehe. Und ja, von dem kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ihr seht in den Videos, Livestreams immer, ich spiele sehr gerne mit Mayas. Die sehen für mich einfach am besten aus, aber direkt mal Gedanken gemacht habe ich mir da nicht. Welche oder von welchem Volk die Gebäude auch cool aussieht, sind die Wikinger. Aber da habe ich jetzt auch keinen definitiven Favorit. Achso, ich habe oben meinen schwersten Gegner unterschlagen, fällt mir gerade ein. Also hier, also zum Gebäude habe ich keins. Kann ich nicht sagen. Hab nie drauf geachtet. Hier mein schwerster Gegner,
Also schwierige Gegner sind auf jeden Fall Andor. Das war bis jetzt so mein schwerster Gegner. Dann gibt es noch zig mehr, die viel besser sind und schneller und die alle auf zum Führer wird jetzt der Rama springen. Haben wir hier unter weiter. Welches Gebäude von welchem Volk gefällt dir in S4 platztechnisch? Also platzsparend am besten. Mein Favorit wäre die Mine von den Mayas, die deutlich kleiner sind als die von den anderen Völkern. Also am platzsparendsten sind definitiv die Minen. Wenn ich das jetzt so rauslese. Aber das kann man so wiederum auch nicht sagen, was am platzsparendsten ist, oder es kommt halt immer drauf an, was man wie viel von welchem Volk braucht. Also bei mir ist die Amine und das Zeug baue ich immer das gleiche, also von der Stückzahl her, und dann kommt es halt drauf an, wie groß ist der Spot? Wie viel bringe ich nebeneinander hin? Also, da hätte ich auch zu den Minen tendieren. Aber von welchem Volk die Minen am kleinsten sind, das kann ich nicht sagen. Da habe ich wiederum nicht aufgepasst. So, dann kommen wir eigentlich zu den letzten zwei Fragen. Wobei die letzte Frage auch zwei- oder dreimal dann kam. Welche Wünsche hättest du für ein neues Siedler? Für ein neues Siedler definitiv, dass es wesentlich näher an Siedler 4 wäre. Mit dem Hintergedanke, dass die ganzen zusätzlichen Siegesmöglichkeiten über Siegespunkte etc. dass das Ganze einfach rausfällt. Es gibt für mich eigentlich keinen Sinn. Mein Grundgedanke von Siedler ist, ich baue mir eine Armee auf, verprügel den Gegner oder krieg selber eine auf den Sack. Und dann ist das Spiel gelaufen. Und dass man dann, was ich zusätzlich noch gut finden würde, wiederum von den neuen Siedlern, das Nahrungssystem, dass quasi auch mal ein Holzfäller Nahrung braucht oder sowas. Oder dass man eine Taverne, eine Kneipe oder wie auch immer das Zeug da heißt. Also ich sage jetzt einfach mal Kneipe. Dass man eine Kneipe bauen braucht, um die Steinmetze zu belustigen, die Holzfäller, die Forster und das ganze Zeug. Dass sie dann abends mal hinsitzen und einfach ihr Bier trinkt oder sowas. Aber der Grundgedanke ist einfach näher an Siedler 4 zu kommen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Gamescom-Videos gesehen, welche sich ums neue Siedler dreht, welches man jetzt wiederum auf das Jahr 2020 verschoben hat. Und es soll von der Truppensteuerung her wieder, ich sage das jetzt, ähnlich wie Siedler 4 war, beziehungsweise man kann die Truppe wieder frei steuern, war so die Aussage in dem Video. Aber nagel mich bitte nicht fest. Und ja, ich denke, die Frage haben wir jetzt ausführlich geklärt. So. Und dann die letzte: Kannst du mal ein Turnier organisieren? Den Ball, den möchte ich direkt wieder an euch zurückspielen. Mit der Gegenfrage, wie soll das Ganze aussehen? Ich habe mir da schon meine Gedanken gemacht. Klar, ich kann in die Siedlergruppe, wo ich drin bin, oder in den Siedler-Chat von Uplay, kann ich reinschreiben, ja, ich möchte
Datum XY möchte ich gern ein Siedlerturnier oder in den Wochen von bis möchte ich ein Siedlerturnier organisieren. Jeder, der mitmachen möchte, soll sich anmelden und dann quasi wie im K.O.-System das Ganze aufbauen. Bringt euch aber nichts, weil ich kann nur die Sache euch zeigen, die ich selber spiele. Ich habe nicht die Möglichkeit, den Aufbau von anderen Spielern zeige von anderen K.O.-Spielen, weil ich es nicht sehe. Ich sehe nur mein eigenes und sobald ich raus bin, ist auch für euch das Turnier vorbei. Also es ist nicht ganz einfach. Klar könnt ihr jetzt sagen, schreibt Ubisoft. Ja, Ubisoft alias Blue Byte. Schreibt die an, die sollen da was machen, dass du das siehst. Also, die wollen nicht für einen YouTuber, der gerade mal 100 Abonnenten hat, extra die Möglichkeit, den Multiplayer implementieren, dass der rein kann und alles sieht. Also, das ist nicht ganz so einfach. Drum möchte ich ganz, ganz gern den Ball an euch zurückgeben, wie ihr das seht. Das war jetzt die gedankliche Pause. Ja, das ist, darum habe ich mir die Frage auch ganz bis zum Schluss aufgestellt. Die hat mir auch am meisten Kopfzerbrecher gemacht. Und ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Vorschläge, wie man es machen könnte. Und klar, ich spiele jetzt immer noch mit dem Gedanke, einfach mal Ubisoft Support anzuschreiben, ob man das was machen könnte, um dann einfach auch die Reichweite, wenn die das auf ihrer Homepage dann reinstellen könnten, wenn sie überhaupt bereit sind dazu, ist das nächste, sowas zu machen, haben die eine ganz andere Möglichkeit, eine ganz andere Reichweite, um das zu organisieren. Wie gesagt, macht euch mal bitte Gedanken, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann schauen wir zu dem Thema weiter. Ja, wir sind jetzt leider schon am Ende mit den Fragen, waren nicht allzu viele. Und seit ich auf mein Aufnahmeprogramm umgestellt habe, sehe ich die Aufnahmezeit nicht mehr, das nervt mich jetzt. Aber das ist egal. So, kurzer Huster. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Ich möchte mich recht, recht, recht herzlich bei euch für eure Frage bedanken. Ich hoffe, die Antworten haben euch zufriedengestellt. Und ja, ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, was könnte man noch da dazu zusätzlich noch sagen, aber mir fällt einfach nichts ein. Weil ich Teile von den Fragen so genial finde, einfach. Ja. Wenn ihr wollt, können wir sowas gern wieder machen. Schreibt mir dann einfach eure Frage in die Kommentare, egal dann bei welchem Video. Einfach dann mit Hashtag Frage vorne dran. Dann kann ich mir die rausziehen und wenn wir ein paar beieinander haben, machen wir so ein Video wieder. Der spricht gar nichts dagegen. Ja, in diesem Sinne bleibt mir nur eins zu sagen. Ich wünsche euch einen
recht schöner Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das Video anguckt. Und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Bis denne. Tschüss.